Guten Abend, mein Name ist Birgit Böhm. Ich leite am Nexus-Institut den Bereich Akademie für partizipative Methoden. Ich freue mich, dass Sie alle heute hierher gekommen sind. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ich bin Ursula Flecken. Ich bin vom Büro Planergemeinschaft für Stadt und Raum EG und bin dort die Vorstandsvorsitzende. Ja, unsere Aufgabe ist es jetzt, einen kurzen Rückblick auf den Prozess zu werfen und auch darauf, wie das gemacht wurde, auch die Empfehlungen aus der Öffentlichkeit im Arbeitsgremium zu diskutieren und dann zu entscheiden, was wird an dem Entwurf, der in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, noch verändert. Ich möchte aber, bevor wir damit starten, erstmal sagen, Ursula und ich, wir werden uns duzen, weil wir das auch sonst immer tun. Und wir werden uns wahrscheinlich gegenseitig das Mikro halten. Also ich nach oben und Sie eher nach unten. Genau. Und was ich gerne hier an dieser Stelle erwähnen möchte, ist auch mit einem großen Dank. Wir haben als Nexus-Institut und Planergemeinschaft den Arbeitsprozess des Arbeitsgremiums begleitet. Wir haben als Nexus-Institut mit der Media Company und dem Liquid Democracy e.V. den Kommunikationsprozess begleitet und die BSM hat die Organisation und Koordinierung des Gesamtprozesses durch die Senatsverwaltung auch unterstützt. Einmal sollten wir alle erwähnt sein, genau. Ja, vielen Dank für die Einleitung, Birgit. Ich glaube, wir müssen ein bisschen höher halten. Wir haben das so geplant als kleine Hilfestellung, weil ich hier gleichzeitig auch den Pointer bedienen muss und mein Manuskript habe und die PowerPoint weiterschalten muss. Gut, ich werde jetzt zuerst schildern, wie der gesamte Prozess zur Entstehung der Leitlinien abgelaufen ist und wer dort alles beteiligt war. Hier auf der Folie sind ein paar wichtige Elemente des Erarbeitungsprozesses aufgezählt. Auf die werde ich dann in den Folgefolien auch nochmal genauer eingehen, wie zum Beispiel der Startpunkt des Stadtforums, Frau Lomsche hat es schon erwähnt, dann natürlich das Arbeitsgremium, die verschiedenen Werkstätten, an denen sicherlich auch ein großer Teil der hier Anwesenden teilgenommen hat und sich eingebracht hat. Dann gab es bei der Verwaltung eine Koordinierungsgruppe, die auch parallel und in den Prozess hinein gearbeitet hat. Die Prozessbegleitung durch verschiedene Dienstleister hat Birgit Böhm schon erwähnt. Und jetzt stehen wir kurz vor der Beschlussfassung in den politischen Gremien. Hier ein schönes Schaubild, wie alles zusammengewirkt hat. Also ich erkläre es mal ein bisschen. Hier an der Stelle der Startpunkt mit dem Stadtforum, dann die Gründung des Arbeitsgremiums, was dann insgesamt in 18 Sitzungen die Leitlinien erarbeitet hat, begonnen Ende 2017, bis hin dann jetzt zum Sommer 2019. Das ganze, die ganze Erarbeitungsprozess war verwoben mit einem auch Partizipationsprozess. Einmal in öffentlichen Werkstätten, das waren 3 Stück. Dann in sogenannten Zielgruppenwerkstätten, dazu sage ich gleich noch mal etwas, und insgesamt auch online ein Prozess, in den sich alle Bürgerinnen und Bürger einbringen konnten. Das als Übersicht. Jetzt im Einzelnen noch ein paar Folien zu Eindrücken der verschiedenen Formate und Veranstaltungen, die stattgefunden haben. Einmal eben das Stadtforum in der Markthalle 9 vor 2 Jahren, in dem Frau Lomscher
aufgerufen hat, dass der Prozess nun losgeht und dass Bürger und Bürgerinnen sich bitte auch beteiligen wollen. Da waren mehr als 700 Menschen. Sie erinnern sich vielleicht auch, es gab auch Ausstellungen zu Partizipationsbeispielen. Initiativen haben sich dort eingebracht. Da ist auch schon sehr viel Stoff zusammengekommen. Dann ging es dahin, das Arbeitsgremium zu bilden. Das Arbeitsgremium, insgesamt 24 Personen, 12 Bürgerinnen und Bürger in einem quotierten Auswahlverfahren ausgewählt worden und dann noch 12 Vertreter und Vertreterinnen aus Politik und der Verwaltung. Die Personen bildeten das Arbeitsgremium und haben in den 2000 Arbeitsstunden und darüber hinaus, wie wir von einzelnen Bürgern vor allem erfahren haben, die Hausaufgaben gemacht haben, um sich auch in die Materie der Stadtplanung einzuarbeiten. Sie müssen sich das vorstellen, es ist ja nicht so einfach und überhaupt in einem Gremium, wo verschiedene Menschen mit verschiedenen Hintergründen zusammenkommen, sich dort auch entsprechend einzubringen und hier eine Diskussionskultur auch zu entwickeln, die dann letztendlich zu diesem Leitlinienpapier, was jetzt vorliegt, zu gelangen. Das Arbeitsgremium hat natürlich nicht sozusagen am grünen Tisch diese Leitlinien entworfen, sondern verwoben mit einem Beteiligungsprozess. Dazu jetzt zur ersten Werkstatt. Die fand statt im Festsaal Kreuzberg im März 2018. Dort war im Grunde das Format sehr offen. Es ging erstmal darum, in 20 Arbeitsgruppen sehr viel Material von ihnen zu sammeln. In relativ offener Form. Dort konnte erstmal alles vorgebracht werden, was ihnen am Herzen liegt. Die Dinge flossen dann ein in den ersten Entwurf zu den Grundsätzen der Leitlinien. In der zweiten Werkstatt war dann der Entwurf der Grundsätze zu den Leitlinien so weit, dass das Arbeitsgremium diesen Entwurf ihnen vorgestellt hat und dann mit ihnen diskutiert hat. Das fand statt am sogenannten Parcours an Stelltafeln, wo sie von Stelltafel zu Stelltafel wandern konnten und sich direkt mit den Arbeitsgremiumsmitgliedern auseinandersetzen konnten und dort einzelne Belange auch diskutieren konnten. Alle Werkstätten sind auch dokumentiert. Sie finden das alles auf der Internetseite, die hier auch auf den Folien gezeigt wird. Und schließlich die dritte Werkstatt, wo dann der Entwurf der Instrumente, die Grundsätze ja quasi umsetzen sollen, der Leitlinien mit ihnen diskutiert wurde. In beiden Werkstätten hatten wir dann auch verschiedene Gruppen der Gesellschaft angesprochen, die auch hier im Plenum dann ihr Feedback direkt an das Arbeitsgremium sehr dezidiert zu den jeweiligen Entwürfen vorgebracht haben. Ein weiteres Format waren Zielgruppenwerkstätten, die waren nicht öffentlich, sondern hier wurden sozusagen Zielgruppen eingeladen, und zwar unter den Clusterthemen. Eine Zielgruppe war Wirtschaft, eine Zielgruppe war Soziales, eine Zielgruppe Zivilgesellschaft und eine Zielgruppe Fachöffentlichkeit. Und mit denen hat das Arbeitsgremium auch sehr eng zusammengearbeitet, um dann den Entwurf der Leitlinien nochmal anzureichern und besser zu machen. Jetzt schildert Ihnen Frau Böhm, wie die einzelnen Punkte, die in den Werkstätten vorgebracht wurden, eingeflossen sind.
Ja, ich mache das anhand von ein paar Beispielen. Ich glaube, ich mache das erstmal noch, versuche es erstmal selbst. Es ist nämlich ganz schön anstrengend, die ganze Zeit das Mikro zu halten, ist mir aufgefallen. In der Höhe vor allen Dingen. Für dich ist es leichter, aber ich probiere es erstmal so. Was ich Ihnen jetzt vorstelle, das sind einige Beispiele, welche Empfehlungen das Arbeitsgremium aufgenommen hat in die Fassung, die es dann beschlossen hat. Und es gab sehr viele Empfehlungen, das wissen Sie. Wir können hier nicht alle vorstellen und auch nicht alles, was eingeflossen ist, sondern nur beispielhaft. Aber es gibt ein Dokument, eine Übersicht, in dem Sie, wenn Sie das wollen, sich informieren können. Das ist in einer Art Tabellenform aufgebaut. Links sehen Sie den Entwurf, wie er in die Werkstätten und in die Online-Beteiligung eingegangen ist. In der Mitte, was für Empfehlungen gekommen sind in zusammengefasster Form. Und dann sehen Sie in diesem Dokument auch, was eingeflossen ist in die überarbeitete Fassung, die dann beschlossen wurde, und was teilweise eingeflossen ist oder eben auch nicht eingeflossen ist. Jetzt ein paar Beispiele, welche Empfehlungen also dann eingeflossen sind. Es gab vielfach Empfehlungen, die Barrierefreiheit noch viel stärker zu betonen, die Kinder- und Jugendbeteiligung und auch die interkulturelle Kommunikation als wichtige Anforderungen. Das waren so viele Anmerkungen, dass das Arbeitsgremium beschlossen hat, ein neues, zusätzliches Kapitel in die Leitlinien aufzunehmen. Das Kapitel Wichtiges für alle Grundsätze und Instrumente. Wir stellen es gleich noch vor, in dem diese Punkte sehr deutlich formuliert sind, auch als Anforderung für die Beteiligung. Ein weiteres Beispiel für Empfehlungen. Es wurde angeregt, Rückmeldung zu Beteiligungsergebnissen auch schriftlich zu veröffentlichen, das also in die Leitlinien aufzunehmen. Das ist in den Grundsatz verbindlich Rückmeldung zu Ergebnissen der Beteiligung geben eingeflossen und auch in das Instrument Beteiligungskonzept. Schließlich ein weiteres Beispiel, nämlich darauf hinzuweisen, waren Empfehlungen, dass es für das Erreichen von Zielgruppen auch um aufsuchende Beteiligung gehen muss. Diese Empfehlung ist im Instrument Beteiligungskonzept berücksichtigt worden. Dann wurde empfohlen, in den Werkstätten auch online die Mitgliedschaft in dem Beteiligungsbeirat, ein Instrument der Leitlinien, zeitlich zu befristen und den Beteiligungsbeirat auch immer öffentlich tagen zu lassen. Auch diese Empfehlungen sind aufgenommen worden. Ein weiteres Beispiel: die Anregung von Beteiligung, so wie sie in dem Entwurf vorgesehen war, deutlich zu vereinfachen. Da gab es viele Empfehlungen in diese Richtung und auch auf ein Quorum zu verzichten. Das Instrument Anregung von Beteiligung ist auf Basis dieser Empfehlungen gründlich überarbeitet worden durch das Arbeitsgremium und es wurde aufgenommen, die Anregung eben deutlich zu vereinfachen. Ebenfalls ein Beispiel für Empfehlungen ist gewesen, Mindeststandards für die Rückmeldung zu Beteiligungsergebnissen zu definieren, also genauer zu beschreiben, wie sollen die aussehen. Und das ist etwas, was für das Umsetzungskonzept geplant ist, was von Frau Lomscher schon angesprochen wurde und was Herr Künze von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen nachher noch etwas weiter erläutern wird. Soweit also eine Reihe von Beispielen für Empfehlungen und wie sie in die Überarbeitung der Leitlinien eingegangen sind. Aber wie gesagt, es gibt noch viel mehr Beispiele und Sie können sich auch darüber informieren.